Let's get together now and sing louder. We're gonna rule the world. We've got the power right on the edge of life. We are making history. Jetzt hat er in der ganzen Werbung so tolle Sachen gesagt. Dann sagen Sie mal, es war Werbung. Ja, gewaltig. Nein. Zu dem, was ich, du hast jetzt gerade erklärt, man, wenn man was lernt, das muss man dann nicht immer bleiben. Du hast Koch gelernt. Ja. Hat Koch gelernt, ja. Und schaut ja. So nicht ein cooler Koch aus. Also. Gewaltig. Nein. Was ich zuerst sagen wollte, ich habe jetzt, glaube ich, 3 Stunden zugeschaut. Was total wichtig ist, was echt einfach für mich das Wertvollste an sich ist, ist Wertschätzung. Die Wertschätzung ist noch nie gefallen. Es ist alles gefallen, wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das und wir müssen das. Nein, die Wertschätzung, umso mehr ich die Mitarbeiter oder wen auch immer, der was mit mir was teilt, Wertschätzung, umso eher gibt er dir Gas. Also ich gebe genauso Gas, wenn einer mich wertschätzt. Ja oder nein? Absolut. Was kannst du jetzt an einen Jungen mitteilen, der seinen Traum verfolgt, erfüllen will und der einfach den Erfolg spüren möchte, das aber nicht immer so einfach ist? Was in ganz kurzen Worten, zieh einfach durch. Erträum dir ein Ziel und zieh dann durch. Und wenn es schlecht läuft? Zieh trotzdem durch. Und wenn es aber nicht klappt? Dann hast du falsch. Zieh durch. Es ist doch das Wichtigste überhaupt. Weil Beharrlichkeit macht das Flüchtige beständig. Wenn ich da nicht drauf bleibe, wie soll ich denn mein Ziel erreichen? Wie soll ich endlich oder irgendwann einmal meinen Gipfel besteigen können? Wenn ich da bei der Hälfte stehen bleibe, dann ist es Scheiße. Was ist, wenn Gary Friedle mit 85 Jahren vorm Spiegel steht? Was sagst du zu dir selber? Oder was sagt der Spiegel zu dir? Du bist ein geiler Typ. In der Schweiz haben wir gesagt, geiles Ich. Nein, du hast es durchgezogen. Nochmal, erträum dir ein Ziel und dann ziehst du durch. Weil oft meint man, der ist schlecht und der ist schlecht. Dann wichtig ist, dass ich gut bin, dass ich ein guter Mensch bin, dass ich es durchziehe und einfach auch vielleicht eben auch das Hotel übernehme. Ja? Und hab dann, aber auf der anderen Seite kann ich auch nicht das Hotel übernehmen, sondern was anderes machen und trotzdem wirken. Also handle, um zu wirken. Das, was du da gerade machst. Du ziehst es durch und du wirkst. Alle miteinander, alle wertschätzen die und du wertschätzt sie. Und miteinander kannst du so einen tollen Impuls beginnen, dass man, wenn man das sieht, vielleicht eben auch diesen Traum erleben könnte. Und dann ist man schon in der Dynamik. Ich weiß nicht, ob man das versteht, was ich da sage, aber es ist wichtig. Impuls, Dynamik. Danke. Impuls, Dynamik. Großen Applaus einmal. Gary Hötze, DJ Friedle. Oder T-Shirts, Gary Friedle. Und wir nehmen mit Wertschätzung für Dienstleistung und liebe Jugend. Zieht es durch. Und dann langen Atem haben und immer wieder weiter. Und handle nicht, um zu handeln, sondern handle, um zu wirken. Also mach nicht irgendeinen Scheiß, sondern mach das genauso, wie du es gerade da machst. Also du bist echt ein geiler Typ, wirklich. Danke, Gary. Drücken wir euch dazu. Wir haben 2 Gäste noch dazu. Und zwar, er dürfte normal heute nicht da sein. Er ist einer der meistgesuchten Hacker. Genau, und zwar, er kann. Das heißt, ich muss nett sein. Ja, genau. Okay. Servus. Ja, danke. Er will nicht erkannt werden. Er ist der, der vielen Unternehmen sozusagen Sorgen macht. Und da haben wir den, der das alles wieder auflöst, sozusagen. Gell? Man hat, es gibt den einen oder anderen, es gibt das Gute und das Böse, es gibt das Yin-Yang. Den haben wir, der schaut für die Security, für die Daten, was passiert mit unseren Daten. Und der ist das, der in deine Daten eingreift. Was ist da? Soll ich rausgehen, dann kannst du die 2 da. Ja, weil das ist ja wesentlich, was du machst. Jawohl. Aber jetzt kann ich nicht aufstehen, weil die Gondel gerade. Okay, danke. Super. Dann machen wir nochmal großen Applaus für unseren Gary. Tobias Auberle, Datengenie, Datenmeister von Boa. Sie sind beide, ja, beide nicht, aber der Boa hat, glaube ich, beide eingekauft, den einen und den anderen. Was ist da das Wichtige an diesen Daten, am heute, am Algorithmus und an der Sicherheit? Prinzipiell geht es immer darum, dass wir dem Nutzer, dem Nutzerin die besten Informationen zur Verfügung stellen und dann die Erlebnisse, die der Nutzer auf einer Webseite erlebt, natürlich auch authentisch sind, passend sind zu dem jeweiligen Nutzertypen. Und je mehr Daten ich über den Menschen habe, je klarer ich das Bild habe, je mehr
Emotionen ich dann schlussendlich dann auch dem Nutzer bieten kann, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich eine Resonanz bekomme, dass der Nutzer mit mir, mit meiner Webseite interagiert. Und das ist eigentlich das Ziel von den Daten. Die sind ja prinzipiell dafür da, um den Nutzer zu verstehen, um quasi dem Nutzer die richtigen Informationen dann passend zur Verfügung zu stellen und nicht irgendwelche Gießkannenprinzipien, sondern passgenau auf den Nutzer. Jetzt kennt man diese Netflix-Serien mit den Daten-Analytics, wo ganz viel Schindluder, sage ich schon mal, getrieben wird, wo die Menschen durch den falschen Algorithmus beeinflusst werden, die falsche Partei zu wählen. Sie haben sich gegen für den Brexit entschieden, sind ausgestiegen, weil sie beeinflusst wurden. Also wir werden im Algorithmus, die Daten im Handy werden uns eigentlich falsch zugespielt, weil sie genau wissen, wo meine Schwachstelle ist. Und genau die treffen sie mich, weil sie wissen, wie ich schwach werde. Und was können wir in Zukunft dagegen machen? Prinzipiell ist es ja natürlich immer eine Frage auch Ethik und Moral, wie gehe ich damit um, logischerweise. Das ist ja immer das Sinn und Zweck, wie nutze ich diese Daten, wie gehe ich da damit positiv als Unternehmen um. Wenn ich da Schindluder treiben möchte, ist das der Fall und das können wir auch nicht reduzieren. Und, aber wir Menschen sind natürlich auch völlig empfänglich für das. Wir reagieren seit Jahrzehnten, reagiert unser Gehirn gleich auf die gleichen Stimuli. Und das nutzt man natürlich auch gezielt auf Webseiten. Jetzt haben wir da mit dir die Security-Polizei und hier haben wir den Dieb, der verdient sein Geld mit Daten. Die Daten gibt er einfach weiter, verkauft Daten von uns allen, weiß genau, was wir machen, kann uns beeinflussen und verdient Geld mit unserer Schwachstelle. Wie machst du das? Kannst du uns ein Beispiel zeigen? Kann man die Gondel jetzt zum Stehen bringen? Ja, wir können es mal probieren. Kannst du das mal probieren? Vielleicht. Nein, ich will ja nur schauen, ob ein Hacker das schafft. Dann mach nicht. Scheinbar nicht, okay. Sie ist nicht stehen geblieben. Also, gib uns ein paar Tipps. Was machst du? Von was haben wir Angst bei den Datenverlust? Wie greifst du in unsere Daten ein? Und auf was muss sich der User, der Unternehmer vorbereiten, was in Zukunft auf uns zukommt? Ja, also es war ja früher so, dass, also man kennt es, wie ich es jetzt gerade gemacht habe, dass man in die Tasten haut und dann sieht man viele Zahlen rumschwirren in der Konsole, aber die Realität ist eigentlich so, dass man gar nicht mehr so auch auf so technische Schwachstellen geht, sondern immer auf den Faktor Mensch. Also wie es Tobias auch schon gesagt hat, man probiert da bestimmte menschliche Schwächen auszunutzen sozusagen und über Phishing-Mails zum Beispiel, man kennt die. Kommt eine Mail von Amazon zum Beispiel, in 48 Stunden wird der Account gesperrt. Bitte hier jetzt einloggen. Dann loggt man sich ein, gibt die Daten an und die gehen dann an den Hacker. Also das ist wirklich so, dass hauptsächlich immer Mitarbeiter, also Mitarbeitende von Unternehmen oder halt der Mensch, der User vom Computer attackiert wird. Also was da sagst du, aufpassen, wenn sowas kommt. Aufpassen, wenn so... Anonymous hat den Namen da vorne. Da steht nur der Hacker drauf. Ja. Was gibst du noch für einen Tipp? Auf was kann man aufpassen? Instagram, viele haben immer Angst. Hoffentlich hackt mir nicht jemand meinen Instagram-Account, Facebook-Account. Das wäre ja das Übelste, wenn jemand dann mitbekommt. Was gibst du für einen Tipp? Also Tipp wäre immer auf jeden Fall, sichere Passwörter verwenden. Die kann man sich ganz einfach merken. Zum Beispiel, heute bin ich in der Gondel und diesen Satz. Ja, mit einem Sonderzeichen nehmen und dann einfach die Anfangsbuchstaben wäre einer, ein paar Sonderzeichen dazu. Was anderes wäre, man kann auf Seiten wie Have I Been Pwned, also PW wie Owned, bloß mit P, überprüfen, ob irgendwie in einer Datensammlung schon mal, in einer Hackersammlung man aufgetaucht ist. Dann auf jeden Fall Passwort ändern und genau, ganz wichtig ist, verschiedene Passwörter bei verschiedenen Diensten auch zu nutzen. Und wenn Informationen wichtig sind, wie Bilder, immer Backups machen, Informationen redundant abspeichern. Wie sieht's aus, wenn jemand Lösegeld verlangt? Jemand bricht in mein System ein und verlangt Lösegeld. Was mache ich? Zahlen oder gibt es eine andere Möglichkeit? Also ich habe jetzt schon bei vielen Fällen mitbekommen, dass das dann halt nicht geklappt hat. Also da ist der erste Weg auf jeden Fall immer zur Polizei und eine Anzeige zu erstatten. Und das sind dann auch für die spezifischen Fälle Profis, die dann Auskunft geben können, wie man es am besten macht. Also auf jeden Fall hier nicht erpressen lassen, sondern gleich melden sowas. Also hier haben wir noch den Hacker und Tobias von Boa Solutions, Security Firma. Sie sind drüben noch auf der Netzwerkwiese. Wer Lust hat, kommt vorbei, quatscht sich ein bisschen aus. Danke an die zwei Profis, Tobias und an unseren Hacker. Und
Ich würde sagen, wir sehen uns nämlich gleich wieder. Und jetzt möchte ich noch, Gary, ich habe nämlich noch eine Überraschung. Und zwar, ich werde ein Ticket verlosen. Und zwar mit mir zusammen auf das Gary DJ Ötzi Weihnachtskonzert. Am 17.12. gibt es 5 Tickets. Er sagt, Gary, komm, er sagt das bitte noch einmal. Oh, ein Ticket, da musst du die Familie kommen. Okay, das kann man nicht sagen. Schon 5 Tickets, weil es ist so eine tolle Geschichte. Am 17. Dezember in Salzburg, in der Salzburger Arena, kommst du auch? Jawohl. Das wäre echt gewaltig, wirklich. Dann machen wir nicht so 5 Einzelne, sondern wir laden eine Familie ein. Eine Familie als Weihnachtsgeschenk, ja, darf eine Familie zum DJ Ötzi Weihnachtskonzert nach Salzburg kommen am 17. Salzburger Christkindlmarkt, auch etwas Besonderes. Was ist los? Nein, in der Salzburger Arena, da riecht eine tolle Geschichte an Christ, was ist aus hast du? Kann man nebenbei noch genießen. Kann man genießen, wenn man will, bitte. Danke an alle, das war das emotionale Leben von Gary Friedle. Wie viel haben wir jetzt noch? Vom Strom her 10 Minuten. In die Werbung. Und jetzt geht's ab in die Werbung. Ist jetzt auch für mich immer wieder alles neu und alles spontan. Und ich glaube, es wird Zeit, dass die zwei Buddies wiederkommen. Carina und Stefan, die haben sich jetzt wirklich lange genug ausgelöst.